So, ich warte mal, bis jemand da ist. Ich wünsche aber schon mal einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint ein bisschen. Oh, ich glaube, ich habe den Ton noch an. Ich bin live. Perfekt. Wenn ich jetzt noch gleich sehe, ob die Kommentare funktionieren, dann wäre das natürlich perfekt. Ich warte mal eben noch einen Moment. Ich bin so froh, dass die Sonne rauskommt. Herrlich. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Guten Morgen, Angela. Also, super. Kommentare funktionieren perfekt. Wunderbar. Ich warte mal eben noch einen Moment, ob noch jemand dazukommt. Wir haben ja erst ganz exakt genau 10 Uhr. Ob noch jemand Zeit hat. Ah, da kommt ja noch jemand. Es dauert ja immer einen Moment, bis Facebook sagt, da ist was los bei Kites Online-Kurse. Da gibt es ein Live. Guten Morgen, Britta. Ah, ja, ich hoffe auf jeden Fall, bei euch ist auch das Wetter heute etwas besser. In einigen Teilen gibt es ja wieder ein bisschen über. Schwemmungen habe ich schon gelesen und ja, da drücke ich jedem nur die Daumen, dass er nicht gerade da wohnt. So, dann kommen noch ein paar dazu. Heute gibt es nochmal eine Fragerunde, also eure Fragen, unsere Antworten, wo wir euch im Laufe des Jahres immer mal irgendwelche extra besonders gestellten Fragen etwas genauer erklären wollen. Guten Morgen, Barbara. Und heute geht es darum, was ist denn eigentlich die Navigi? Tatsächlich liest man sowas ja und vielleicht kann der ein oder andere, der neu ist bei uns oder uns noch gar nicht kennt, sich einfach auch gar nichts darunter vorstellen. Und deswegen wollte ich euch dazu einfach mal kurz ein bisschen was erklären. Also die Navigi hat Svenja 2022 ins Leben gerufen. Ein paar ausgewählte Mädels, guten Morgen Kerstin, ein paar ausgewählte Mädels aus unserer Community, inklusive meiner Wenigkeit, wurden ausgewählt, um daran teilzunehmen, um einige Tage kontinuierlich live vor der Kamera zu nähen. 2024, da komme ich noch dazu, Barbara. Auf jeden Fall, wie gesagt, das sollte einige Tage live vor der Kamera genäht werden, nach unseren Kites Online-Kursen, damit man auch wirklich einmal sehen kann, damit wirklich alle Leute mal einen Einblick darin kriegen, dass jeder, der mit Kites Online-Kurse gelernt hat zu nähen, das auch wirklich beherrscht und dass das auch wirklich gar nicht schwierig ist und einfach und dass man wirklich frei ist in seinen Entscheidungen, wie man denn seinen gut sitzenden Grundschnitt in irgendeiner Form abändert und was man da so alles daraus kreieren kann. Sehr cool ist vor allen Dingen dann immer zu sehen, dass, also bis jetzt haben ja schon MM2 Navigi stattgefunden. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Ja, wir machen halt eben an jeder Ecke irgendwas. Da ist man manchmal ein bisschen durcheinander. Ja, auf jeden Fall war es sehr, sehr schön zu sehen.
wie viele unterschiedliche Frauen da waren, die alle ganz unterschiedliche Geschmäcker haben, ganz unterschiedliche Vorstellungen und deswegen ganz anders planen. Jede von uns hatte eine andere Herangehensweise. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Silke. Jede hat ihr, ja, ihre besondere Art. Die eine ist ganz extrem exakt und genau. Die andere legt nicht so viel Wert darauf, was aber überhaupt keine Rolle spielt. Guten Morgen, Karina. Und ja, aber diesen Menschen dann allen dabei zuzusehen, dass alle auf die gleiche Art und Weise, guten Morgen, Desa, ihre Schnitte eben erstellen und selber kreieren, ohne irgendwas Vorgefertigtes, das ist einfach der Wahnsinn. Also selbst für mich, obwohl ich ja dabei war, fand ich ja auch selbst ganz cool, was da so alles entstanden ist dabei und was jeder auch für so coole Ideen hat und wie viele verschiedene Figuren, Silke. Gut, dass du mich gerade daran erinnert hast. Barbara, so was sehr super coole Mädels, Rockenkeilzerschnitte und die Nähmaschinen hast du vergessen. Ja. Guten Morgen, Renate. Ja. Lass uns mal gucken, was ich mir noch notiert habe. Ich will ja auch nichts wirklich Wichtiges vergessen. Außerdem, genau, außerdem waren wir Mädels wirklich in dieser Zeit quasi Tag und Nacht zusammen. Also wir haben uns quasi nur zum Schlafen getrennt, zum Schlafen und Duschen. Man kann sich das so ein kleines bisschen vorstellen wie Big Brother ohne Zickenkrieg. Und wir waren nicht eingesperrt. Ja, und wir haben halt genäht. Also bei Big Brother machen die ja nochmal ganz andere Sachen. Aber so, ja, es wurden halt wirklich ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Ecken Deutschland zusammengesetzt, Mädels. Und es hat einfach super bombastisch funktioniert. Und ja, bei uns Kreiz- und Online-Kurse funktioniert das sowieso immer, weil wir auch diese Einstellung haben. Und auch Wert darauf legen, dass alle Menschen, die bei uns sind, ja, diese Einstellung halt eben auch gut finden und deshalb auch so sind. Bei uns zumindest. ja, mit sehr, sehr viel Vorfreude haben die Mädels immer schon ihre Designs live gezeigt. Also die, wir haben ja immer ein Designbuch bekommen. Kann mal eben gerade eins zeigen. Habe ich da jetzt gerade so gar nicht daran gedacht. Das war mein erstes Designbuch. Riesig. Also das zweite war dann schon ein bisschen kleiner. Aber hier sind, da hatten natürlich Svenja noch eine Widmung reingeschrieben bei der ersten Nähvideo. Da haben wir halt eben so unsere Designs dann aufgezeichnet, was wir uns so vorstellen, was für, und dann haben wir vielleicht noch ein kleines Stoffstückchen reingeklebt, was wir uns da so, guten Morgen, Veronika, dann sauber machen. Sauber machen mache ich am Freitag. Ja, was wir uns halt eben so vorstellen und da oder vielleicht dann auch doch nicht gemacht haben, muss man gerade, da fallen ja irgendwelche Zettel raus. Muss mal eben gucken. Am besten irgendetwas, was ich auch tatsächlich gemacht habe. Ja, das hier zum Beispiel. So ähnlich wurde dann das Kleid, was ich nachher gemacht habe, aus der ersten Eigenproduktion von Svenja. Und dieser Stoff hieß tatsächlich auch Kerstin. Der ist mittlerweile ja auch schon lange ausverkauft. Den gibt es nicht mehr. Ja. Guck mal eben noch. Ah, das habe ich schon für zu Hause genäht. Nee. Ah ja, dieses hier habe ich auch gemacht, aber das hat ja keine Farbe. Oh, nicht den Computer umschmeißen. Das ist nochmal ein Problem. Dieses hier, das habe ich auch gemacht. Das wurde mein cooles grünes Kleid. Das möchte ich auch unbedingt nochmal machen,
Und das möchte ich auch ganz gerne irgendwann einmal noch erklären. Wir schauen mal, ob wir das irgendwann mal schaffen. So. Ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst ihr Profi-Kitesurfer immer noch was voneinander lernt, beziehungsweise euch gegenseitig inspiriert. Barbara, ja, aber auf jeden Fall. Ihr müsst ja auch zum Beispiel sehen, Svenja ist vom Fach, die hat das Ganze gelernt. Ich bin genauso wie ihr eine Hobbyschneiderin. Ich habe das auch nicht irgendwo anders gelernt. Also all mein Wissen oder zumindest das allermeiste davon ist von Kaizo Online-Kurse. Von Svenja und von den vielen Besuchen oben oder wo ich schon vor Ort auch geholfen habe, bei diesen ganzen VIP-Treffen, wo man einfach so viele verschiedene Falten, Körperformen und Probleme sieht und direkt daran arbeiten kann. Und dadurch bekommt man natürlich dafür ein schneller, ein besseres Verständnis, wie was wohin gehört, als wenn man, sage ich jetzt mal, zu Hause immer alles alleine macht. Natürlich lernt man auch zu Hause, aber wenn man einfach solch eine Fülle an Menschen sieht mit verschiedensten Problemen, mit verschiedenen Falten in den Klamotten und halt eben dann, ja, sieht, wie man es korrigieren kann und so. Oder wie gesagt, sehr, sehr viel habe ich dort gelernt, vor allen Dingen über Hosen und über diese verschiedenen Figurtypen. Denn du kannst manchmal auch, manchmal braucht auch eine besondere Figurform eine eher etwas besonderere Lösung. Sag ich jetzt mal so, aber das ist nicht die Regel. Aber jetzt schweife ich ab. Jetzt schweife ich wieder ab auf die VIP-Treffen. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Angelika. Fahre jetzt Hausbesuche und höre noch. Das war nett, dass du mich ein bisschen anhörst in der Zeit. Guten Morgen, Manuela. Genau. Jetzt muss ich mal kurz nochmal gucken hier. Genau, durch diese Designbücher haben wir uns, also haben alle, die dorthin gekommen sind, zu dieser Näh-WG, sich also zu Hause schon gut vorbereitet. Also haben die Schnittmuster meistens schon so ein bisschen vorbereitet. Denn ihr sollt ja noch was zu lernen haben. Wir haben uns schon überlegt, welche Stoffe wir brauchen oder ob wir noch irgendein Zubehör benötigen. Also ob ich vielleicht eine Jacke nähen will und brauche dafür noch einen Reißverschluss, brauche noch irgendwelche Knöpfe oder Kordeln oder so irgendwie was. Denn gute Vorbereitung ist ja, wie ihr wisst, immer die halbe Miete. Außerdem brauchen einige ja, wie gesagt, zusätzliches Nähzubehör. Genau, Barbara, ich brauche auch die Ruhe zu Hause. Aber wenn man euch so zusieht, hilft mir das, mutiger zu werden. Und dafür danke ich. Liebe Barbara, ja, ich brauche auch diese Ruhe. Sobald es viele, viele mehr Menschen werden, kann ich mich auch eher etwas schlechter konzentrieren. Also auf mein eigenes, weil mir dann dieses Abschalten und diese innere Ruhe irgendwie fehlt. Aber das macht überhaupt gar nichts. Denn genau aus diesem Grund ist es für mich am allerbesten, wenn ich zu solchen Treffen komme, auf der Seite der Helfer zu sein. Genau, weil ich nehme ja trotz alledem immer für zu Hause jede Menge Inspiration und Wissen und neue Eindrücke mit. Und genau. War auch schon auf einem VIP-Treffen in Bayern, war super schön und sehr hilfreich. Mit Sicherheit. Also man nimmt eigentlich immer irgendetwas für sich mit. Selbst wenn man an so einem Tag mal nichts schafft oder wenig schafft, nimmt man auf jeden Fall irgendeine Erfahrung,
mit oder irgendetwas, das einem später dann zu Hause hilft, anders oder besser an seinem Projekt weiterzuarbeiten. So diese kleinen Aha-Effekte. Gibt mir beim VIP-Treffen auch so, was vermutlich zu ab, war vermutlich zu abgelenkt. Ja, Veronika, aber das ist aber für manche Menschen einfach völlig normal. Es gibt welche, die können unter 100 Leuten sich an ihren Tisch setzen und schalten alles um sich herum aus und ich kann das auch nicht. Ich bin ja aber auch gewöhnt, sehr viel zu Hause eher alleine zu sein. Und wenn ich dann unter Menschen bin, dann möchte ich mich dann, mein Innerstes möchte sich dann auch gerne unterhalten. Da kann ich leider nichts dagegen tun. Das ist ja auch nicht schlimm so. Ist alles gut so, wie es ist. So, bisher hat unsere NRWG zweimal stattgefunden und war für bisher alle Teilnehmer zu kommunikativ, ja, und war für alle Teilnehmer bis heute ein richtig, richtig cooles, tolles Ergebnis, aber nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für euch zu Hause, für die Zuschauer. Die waren alle mega begeistert. Ja, es ist klar, es hat nicht jeder Zeit, 8 Stunden am Stück ein Nähvideo zu gucken, aber jeder kann auf jeden Fall mal reinschauen und bei uns in der Keize Online-Kurse Family, in unserer internen, also in unserer Gruppe, die für jeden da ist, dort hat auch unsere liebe Angela von den letzten beiden Näh-WGs schon eine Timeline erstellt. Die können wir leider in YouTube nicht einfügen, da wir ansonsten dann, sonst verschwinden die ganzen Live-Kommentare und alles. Wir dürfen an diesen Videos wirklich gar nichts machen, nichts verändern. Sonst wären die halt weg und das wollen wir einfach nicht. Aber wenn jemand eine Zeitleiste gerne hätte für vielleicht eine bestimmte Sache wiederzufinden oder zu gucken, ob einen in diesen Videos etwas ganz Spezielles interessiert, dann kommt doch bitte einfach in unsere Keize Online-Kurse Family und schaut dort mal in den Infoguide. Wenn ihr euch nicht zurecht findet, fragt einfach in der Gruppe nach. Jeder wird euch liebend gern helfen, diese Listen zu finden. Und dann ist es auch einfacher, eventuell das ein oder andere Interessante nochmal und nochmal wieder zu gucken. Das Zuschauen war einfach toll. Ich habe so viel dazu gelernt. Wunderbar. Genau, und ihr könnt euch also die anderen beiden, also die NRWG von 2022 und 2023, noch immer noch jederzeit auf YouTube ansehen. Ich stelle euch später hier nochmal den Link rein, vielleicht für den einen oder anderen, der das Ganze noch überhaupt gar nicht kennt. Genau, jetzt gucke ich mal gerade. Und zudem, genau, da komme ich nochmal auf die Frage von Barbara zurück von vorhin. In diesem Jahr findet die Nevigi nun mal später statt. Wir hatten sie sonst immer in der ersten Jahreshälfte. Dieses Mal haben wir sie erst in der zweiten Jahreshälfte. Und sie wird dieses Jahr auch ein klein bisschen kürzer stattfinden, vom 26. bis 29. September. Schreibe ich euch nachher ebenfalls nochmal hier rein. Den Termin könnt ihr euch schon mal notieren. Dieses Mal ist auch unsere liebe Renate Dellweg als Stargast dabei. Ebenfalls eine unserer VIP-Mitglieder, die Zugriff auf eben alle Kurse hat. Und also wir freuen uns schon mega. Bei mir hat sich mittlerweile auch abgezeichnet, dass ich zu wesentlich mehr Prozenten dabei sein kann. Also ich denke, dass das klappen wird. Also mittlerweile ja. Vor ein paar Monaten wusste ich es noch nicht so genau, aber mittlerweile sieht es recht gut aus. Ich kipp hier gleich vom Stuhl, Renate. Ach nein, Renate, wir freuen echt ohne Witz, wir freuen uns alle schon mega auf dich und mach dir mal gar keine Sorgen, wir sind alle ganz normale Menschen. Ja, sind kein, wie sagt hier Angie immer, sind kein Michael Jackson. Alles gut. guten Morgen, Rosi. Genau. Habt ihr dazu jetzt noch irgendeine Frage? Habe ich noch irgendetwas vergessen zu erklären zur NWG? Wart mal eben gerade einen Moment.
und guck mal eben, ob ich noch etwas aufgeschrieben habe. Nee. Auf meinem Zettel habe ich alles abgehakt. Aber vielleicht hat ein oder andere von euch doch noch irgendeine Frage und möchte darüber noch irgendetwas wissen. Ich trinke mal einen Schluck. Kalter Kaffee. Offensichtlich ich freue mich, dich zu sehen in der Navy. Oh ja, da freue ich mich ehrlich auch drauf. Ich freue mich erstens darauf. Renate ist einer derjenigen, die quasi schon seitdem ich dabei bin, schon auch dabei ist. Ich habe mit Renate auch schon viel kommuniziert. Renate hat auch eine ganz besondere Figurform nochmal. Was auch ich nochmal sehr interessant finde, ich gebe mit dir. Stimmt, unsere Karina kommt ja voraussichtlich eventuell auch dieses Jahr, oder? Karina, wie sieht's aus? Ja, wir müssen nochmal genau nachfragen in unserer Runde, aber ich denke, nach den Sommerferien oder so um den Dreh bekommt ihr ein paar mehr Infos dazu. Kalter Kaffee macht schön. Echt? Ich habe aber heute Morgen die Milch drin vergessen. Karina kommt. Cool. Cool. Wird immer besser. Karina ist dein Chauffeur. Gut. Sehr gut. Das heißt, keiner von euch beiden hat eine Ausrede, um nicht zu kommen. Cool. Und es könnte sogar sein, dass noch unsere Ina kommt. Unsere Ina habe ich in all den Jahren, kann ich ja gar nicht mehr sagen. Nein, stimmt ja gar nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, unsere Ina habe ich in all der Zeit noch nicht kennengelernt. Das stimmt ja gar nicht. Ina war ja tatsächlich vor kurzem bei uns vorbeigefahren in Urlaub und kam doch tatsächlich zu mir eine Tasse Kaffee trinken. Aber es könnte tatsächlich sein, dass aber unsere Ina habe ich nähtechnisch halt noch nie kennengelernt. Also wir haben noch nichts so zusammen gemacht. Und es könnte sogar sein, dass die Ina, unser Privinchen, auch noch kommt und. Ja. Da steigt die Vorfreude in mir. Aber es ist noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen, ne? Juni, Juli, August, September. Oh. So lange ist gar nicht mehr, ne? Ich muss Renate hinfahren und wenn ich schon mal da bin, bleibe ich auch. Ja, das ist doch ein guter Plan. Wunderbar. So, Leute. Da dieses Video ja zu YouTube kommen soll, wollten wir es nicht so versuchen, nicht zu lange zu halten. Aber wie ich sehe, habt ihr ja auch anscheinend keine Fragen. Das heißt, ich habe anscheinend an alles gedacht und habe alles gut erklärt. Genau, also achtet schon mal drauf. Irgendwann bald kommen ein paar Infos dazu. Ich entlasse euch dann mal in den Tag und hoffe, ihr habt alle gutes Wetter und ein bisschen Sonnenschein. Und alle anderen, also dieses Video kommt auf YouTube und wir sehen uns dann eventuell am Freitag nochmal hier auf der Kaizo Online-Kurse Seite zum Wochenrückblick. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und sage schon mal Tschüss.